Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir lernen heute Halacha über Dwasch, über Honig. Das, was steht geschrieben in der Torah, Eretz Zavat Chalav und Dwasch, ein Land, die fließt mit Honig und Milch, dort heißt nicht Bienenhonig, das ist Dattelnhonig. Obwohl manche sagen, es geht doch um Bienenhonig, wie ist die Kaschrut vom Honig? Es steht in der Tanach, dass Shimshon und auch Jehonatan in einem Fastentag haben gegessen Honig. Aber stellt sich die Frage, Honig kommt doch durch eine unreine Fliege oder Tier. Und die Bienen sind unkoscher. Die heißen Sheretz Haof, eine griechische Tiere. Also Rashi sagt in Genesis, dass es gibt Sheretz Amaim, Sheretz Adama und Sheretz Haof. Es gibt kleine Tiere, die griechen auf dem Boden, die fliegen und so weiter. Aber es steht geschrieben in Talmud, Chorot 7, Hayotze minatame tame, ein Milch, die kommt von einem unreinen Tier, ist verboten. Milch von Schweine, Milch von Kamelen. Und Hayotze minatahor tahor, ein Ei, die kommt von einer Henne, ist koscher. Milch, die kommt von einer Kuh, ist koscher. Steht geschrieben 451 in Shulchan Aruch, Dwasch, Honig ist anders als Milch. Milch wird produziert in dem Körper innerlich von dem Tier. Und deshalb, wenn die Tier ist unrein, ist ein Teil von ihr. Aber Honig ist nicht Produktion oder Erschaffung von der Körper selbst, von der Biene. Die sammeln von verschiedenen Pflanzen und Blumen verschiedene Zuf, so eine Süße, und sammeln es und dann spucken es in dem Bienennetz. Und dort kommen so Dämpf. Und Rabbi Jakob sagt, es gibt eine besondere Lehre für Bienen. Diejenigen, die machen den Honig, die Dvoraim, die machen, die arbeiten dran, muss man achten, soll nicht sein drinnen tote Bienen oder Füße oder Teile. Deshalb muss man sehr gut sieben dem Honig, das muss man wissen. Also soll man, deshalb gibt es so einen Stock, so wie Jonathan hat genommen seinen Stock und hat das gestochen in dem Honig Chala, Chalat Advash. Weil muss man achten, das ist drinnen, es ist wunderbar sauber, aber oben kann das sein. Bis heute, ein gutes Honig muss gut gesiebt und pasteuriert und manchmal noch schön bearbeitet. Es gibt noch eine Sache, da muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so eine Profi in diesem Honig. Es gibt ein Honig von Königin, von die Königin von dem Honig. Von ihr kommt die kommende Generation. Sie kann bis 2000 Eier pro Tag legen. Und sie lebt 40 Mal mehr als normale Bienen. Weil es heute geworden ein Trend, Honig zu haben. Und wir haben auch Bekannte jetzt in Spanien, die produzieren Honig. Ich wünsche denen alles Gute. Viele haben mit diesem Honig sehr viele Glaubens Sgula, ich weiß nicht, wie man übersetzt. Sgula ist ein erprobtes Mittel, etwas, der hilft zum Gesund, zum gute Laune, gegen Depressionen. Und genauso muss man achten, ob es ist jetzt koscher. Die Bienen machen noch eine Stoff, der heißt Propolis. Es gibt keinen Zufall. Vor einer Woche hatte ich ein bisschen so Halsschmerzen. Und hat man mir gegeben, gute Freunde, so eine Propolis. Und dort gibt es auch Pollen. Und das ist gut. Es gibt manche, sagen, dass diese Propolis ist nicht koscher. Aber manche sagen, weil das ist eine Medizin, ein Medikament, kann man das essen, soll man das nicht verboten. Also Schlussfolge. Honig ist koscher. Honig muss pasteuriert sein. Königin Honig, ich würde nicht empfehlen zu essen ohne koschere Stempel, da ich das nicht gut kann. Propolis oder Pollen als Medikamenten
als Vitaminen oder zusätzlichen Baustoffen soll man gut überlegen. Schkojach, Yom Tov und Leitraut.